Wer ist das da? Wie heißt der noch? Habt ihr noch nichts von dem gehört? Oh, der ist doch oben im Dachstübchen äußerst bestört. Gehilft den mal auf die Schnitte drauf. Der hat doch früher schon gesoffen. Hallo, hier ist der Ganja-Traum auf allen Schenkeln, spar mal zur Schau. Ich fall dann in den Trance-Tanz.
und reißt der Alten von hinten am Pferdeschwanz. Das Christel Mell, das seh ich klimmern und hör die alte Stute wimmern. Für 3 Gramm von dem guten Seich knall ich ihr die Birne reich. Zerreiß ihr dann das Futtertuch, bis sie winselt. Es ist genug. Morgen nennt sie Pippi Langstrumpf Zöpfe. Denkt an den Türken, die Türkenglöpse. Im Nachtprogramm Bimba Joa Mosa, die fette Rotfotz, die Pedale Posa, der Silberrücken Street Trigger Bruder, er poppt am liebsten dessen Luder. Frisch rasiert und hat den Viagra-Fresser bös blamiert. Sie hat das rosa vaginale Band und die Spritze schon in der Hand. Sie liegt dann auf dem Kanapee und meint, ihr tut die böse weh. Was ihr heraus da so häufig bezeichnet man als nasenläufig. Die Nase will sich voll von dat Weiße. Der Weinstochert Glatzje in ihren Ducat-Scheiße. Ganz rossig sind alle Stuten und nuckeln gierig an den Tuten. Der Raum geschwängert Raum auf allen Schenkeln Sperma zu schauen. Es riecht jetzt wie im Schweinestall. Die Hüsschen meint, oh, das sei fatal. Haut sich den Koks direkt ins Röhrchen, verbeißt sich in die Schweinehörchen. Hallo, hier ist der Gandia-Traum auf allen Schenkeln bei Matzio Schau. Es riecht jetzt wie im Schweinestall. Die Hüsschen meint, das wäre fatal. Haut sich den Koks direkt ins Röhrchen, verbeißt sich in die Schweinehörchen und saugt dann an den Rhabarberblättern und schreit. Es geht noch etwas fetter, rein in die Muschi LSD und meint, jetzt tut die Fotze nicht mehr weh. Ein jeder ist hier trinkgesteuert, drum sind auch alle so bescheuert. Hinten schreit die Tussi, Jambalaya, Jambuli, ihr tät die Muschi nicht mehr weh. Sie sollten all das Döschen poppen, aber keiner mehr am Pferdeschwanz rumroppen. Hallo Fans, was wollt ihr hören? Was habt ihr lieber? Wir wollen Marienröckchen mit Marihuana-Flavor. Da holt sich rein ne Dorothee, ne Dorothee, der tät die Drosche nicht so weh. Die legt aber nicht so wie ein Brett, weil im Feuchtgebiet sei alles so fett. Sie hätte es lieber doch im Sitzen, man braucht da nicht mal den Schwabbel rumzuspritzen. Und auf dem Amt seien ja alle so müde, aber hier sei unten alles aufgeblüht. Sie könnte die Lust jetzt nicht mehr zügeln und will den Jungen jetzt zum Pilgern. 5 Coca-Blätter hätte sie sich anal belegt und hofft, dass sich die Mum jetzt belebt. Die sei zwar wieder nass geschwitzt, aber nie so richtig voll gespritzt.